herzlich willkommen im Regen! Alter, es ist noch hart, es ist schwerer Regen. Oh. Ach du Scheiße. Ja. Mit dabei, Andi, Basti, Bissel, Christoph, Ilu. Merlin heute aus krankheitlichen Gründen nicht dabei. Was? Aber im Rennen soll es nur bewirkt sein. Ja, schönes japanisches Wetter. An dieser Stelle schöne Grüße an Merlin, gute Besserung. Ja, Merlin ist leider ein bisschen erkrankt. Mandelentzündung und pfeifisches Drüsenfieber. Oha, frisch Malaria. Quasi. Kann man so sagen. Ilu, kannst du bitte noch was sagen? Nein. Okay, funktioniert eh nicht. Alter, Jeff wollte mir gerade sagen, dass die Strecke nass ist. Glaubt ihr mir das? Ja, glaube ich dir. Alter, leck mir mal. Alter, ist die gut Strecke ist nass. Haben sie sogar schon Pfützen gebildet. Ach du Scheiße, ey. Christoph, geht's mit deinen FPS wieder? Ja. Gut. Der Regen scheint nicht so schlimm zu sein wie die Sonne. Welches Setup habt ihr dann jetzt rausballern? Ich glaube, Mitte habe ich genommen, weil die Strecke ist ja auch recht kurvig. Ich habe auch Mitte genommen. Ich habe auch Mitte. Weil dann, sonst verkacke ich dann im Rennen, wenn ich einen nach links nehme. Bissel lässt sich erstmal kutschieren schön. Ja, ich muss gerade mal meine dynamische Ideallinie anmachen. Boah, ey. Boah, ich mache aber auch die ganze Zeit Abstecher ins Grün. Ich hab wegen Nasro schon einen kaputten Flügel. Oh, da fliegt sogar ein Vogel. So, irgendeiner von euch muss mal bitte die Strecke vor mir trocken machen, ja? Oh shit. Ja stimmt, warum lassen die hier eigentlich nicht wie in den USA so ein... Wie hieß dieses Auto da? Ja, so ein Föhnauto langfahren. Ein Föhnauto? Ja, da war doch so ein riesiges Auto mit so einer riesigen Turbine. Nee, nicht nur unten drunter, da ist so eine fette Turbine hinten auf dem Lader hinten drauf. Ah, zum Glück im Rennen kein Regen. Ja. Wer nach die Grünen? Schade. Jakobsgrünen. Qualifying ist auch scheiße, aber noch okay. Oh, Merlin wird sich freuen. Ja, der freut sich, dass er keine Punkte kriegt. Ja, Merlin wird sich über das Regenrennen freuen. Es ist ja kein Regenrennen. Wie machen wir das dann überhaupt in Brasilien? Wollen wir durchweg Regen machen? Musst oder? Du, anders geht's nicht. Natürlich. Oder wir gehen dann quasi raus, aber ist auch scheiße. Nee, man kann dort einstellen alles. Wie konnte das so alles genau einstellen? Man kann alles penibel genau einstellen. Ich kann sogar in verschiedenen Zeiten im Rennen das Wetter umstellen. Ich kann sagen, in der 10. Runde soll es regnen. Naja, eigentlich müssten wir es ja so machen, wie es in Belgien war. Wie war es denn in Belgien? Also von Anfang an. Da war Qualifying. In Belgien war und im Rennen war von Anfang an Intermediates, was aber glaube ich später wieder trocken wurde. Nein, im Qualifying war trocken, Rennen war Regen, durchgehend Regen. Ich glaube aber nicht das komplette Rennen über. Aber Intermediate, aber nur Intermediate-Wetter. Ja. Erstmal schön in der ersten Kurve zu weit rausgekommen. Das ist doch der erste Platzregen, ne? Also wirklich heftiger Regen. Ja, blaue Reifen sind wir noch nicht gefahren. Das stimmt. Nur Interbeat jetzt ein Monster. Aber ich muss sagen, seit 2014, bei dem 2014er Teil, haben die den Regen, zumindest was das Sichtfeld angeht, ein bisschen schwächer gemacht. Ja, das finde ich auch schade. Finde ich. Weil in 2014, wenn du da hinter jemandem hergefahren bist, hast du echt nichts mehr gesehen. Ja, so sollte es ja auch sein. Ja, hier ist das nicht so. Bei Peatsmeet erst das Malaysia, ich wollte gerade Malaria-Rennen sagen, aber das stimmt doch nicht. Das Malaysia-Rennen gesehen und die hatten ja Full Reds drauf und die sind da hintereinander hergefahren und ich konnte noch alles sehen. Tja, wo bleiben jetzt die 1,40er Zeiten? Wo bleiben die 1,35er Zeiten? Ey? Das war mir auch. Holy shit, 1,50er meinst du wohl eher? 53er. Boah. War ein bisschen AIDS, ey. Holy shit.
Die erste Kurve ist AIDS. Oh, Körb! Oh! Die Körbs sind AIDS. Oh ja. Die erste Kurve Körb mitgenommen, direkt bei den 2 und S-Kurven verkackt. Das ist mein Kommentar zur Strecke gerade. Ja, ist richtig. Bläh. Oh Gott. Aber im Regen hat man vielleicht Chancen nochmal gut was rauszuholen gegen andere, die hier nicht so gut sind. 20 Minuten soll es noch regnen. Ja, hat mit Java auch gesagt. Dito. Mann, habt ihr mal bei Funk mitgehört, ihr Spasten? Ja. Hab ich auch. Ido, ja, NSA ist nichts dagegen. Die haben bei uns ein System gehackt. Das ist schon schlimm genug, dass du den Funkspruch eher bekommst als ich. Ich bin der erste Fahrer, hallo? Ach ja. Vielleicht ist ein bisschen Gras mitgenommen, macht nichts. Weiterfahren. Boah, ich meine Hand verkrampft bei dem Regen. Fahr ich mit Lenker. Das liegt nur am Regen? Ja. Ich habe nicht gut trainiert. Weil ich voll konzentriert fahren muss und mir deswegen meine Hand wehtut. Ist deine Hand nicht gut trainiert? Das ist aber das? Nee. Ja gut, er lenkt mit der linken. Ne? Eben. Beidseitig Training ist wichtig. Beidseitig Training. Das gute alte beidseitig Training. Drift Time. Dann mal beide gleichzeitig. Aber Tokyo Drift ist nichts gegen. Alter, ohne Spätzle. Ohne Spätzle. Ohne Spätzle, ohne Spätzle, ja. Ich komm mit der Beziehung. Ich lenk zu spät ein in der ersten. Wenn man zu weit in der ersten rauskommt, kriegt man eine Zeit. Ja, so. Im Rennen sind das 10 Sekunden. Einfach rollen lassen und Gas wegnehmen, dann kriegst du keine Strafe. Selbst das ging bei mir nicht rollen. Bei mir schon. Ja, die Strafe weiß ich nicht, aber ungültig rum mit sein. Ist ja gleich zum Glück trocken, da ist die Strecke ein bisschen angenehmer. Ja, im Trockenen ist eben einiges angenehmer. Ja. Boah. Ich glaube, ich fahr mal gleich eine Runde trocken. Bis Witz. Eine Runde in die Box. Möchte dir viel Spaß, bitte. Also eine schöne Soft-Runde, Alter, das geht gut. Ja, wenn du fliegen willst, kannst du das machen. Es will fliegen wie ein Boot. Jesus ist das erste, was mir gerade auch in den Sinn kam. Aber im Grunde hat Peter ja da gar nicht so unrecht. Jetzt gerade nicht, das ist richtig. Nee, generell. Boote fliegen auch manchmal. Kurz. Nein. Doch. Das ist dann ja kein Fliegen. Ja, dann. Per Definition des Fliegens. Dann halt schweben. Zu welchem Zeitpunkt schweben? Oh nein. Oh nee. Ich glaube, das ist einfach springen. Ja, eine fette Welle und. Ja, dann Boot schnell hoch und dann fliegst halt kurz. Nein. Das ist kein Fliegen. Das Boot verlässt niemals das Wasser bei einer hohen Welle. Doch. Nein. Selbst wenn es das komplette Wasser verlässt, ist es kein Fliegen. Ich meine jetzt nicht die AIDA. Ein Speedboot, meinte er. Ja, ein Speedboot vielleicht, ja, aber kein normales kleines, was man ja, sich so... Ja, und der Nächste sagte, ja, Peter hat aber nicht Speedboot gesagt. Ich kegel jetzt Arianto raus, der Wichser. Ah, jetzt ist mir auf den Sack. Oh nein! Okay, die Reifen drehen sich unter der Heizdecke. Super realistisch. Ja, die müssen warm werden. Alter, die bleiben ja sogar stehen. Das Riesenrad dreht sich auch. Schön, dass da Leute drauf sitzen. Bei dem Wetter. Solange wie es nicht gewittert. Stimmt, solange es nicht gewittert, kann man ja mal bei dem Wetter Riesenrad fahren. Ja, ich bin gerade aus der Box gekommen. Ja, GZ, Alter, guck mal da hinten eventuell. Ja,
Du kannst ja mal früher was ansagen. Wenn du da mit Volltempo angeschossen kommst. Wie war der bloß hier auf der Map, Alter? Ja, ich guck nicht die ganze Zeit auf die Map. Der da aus der Box kommen muss aufpassen. Ist so. Meine Güte, ey. Sei froh, dass sind beide abgeschossen gerade. Okay, Jeff, rede zweimal bei mir, alles klar. Lass dich wenigstens durch jetzt mal. Oh nein, da ist die Box einfach. Oh. Das war knapp. Ja, war ein bisschen klar. Jungs, ich kann euch sagen, deswegen. Andy, hier ist Christoph. Vielleicht hätte ich Jeff auch nochmal Bescheid sagen sollen. Es regnet. Ja. Die Strecke ist nass, Jeff. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ist ein bisschen nass hier draußen. Mein Cockpit läuft. Rein. Warum schwitzt denn du so sehr? Mein Cockpit läuft schon über. Weißt du, wenn dein Auto das läuft, so das ganze Wasser sammelt. Warum schwitzt denn du so? Integrierter Whirlpool, Alter. Ja. Ist doch gar nicht so warm draußen. Ist das eine Inlet bei dir, Christoph, oder? Outlet. Achso. Inlet, Outlet, ich brauche es zu greifen. Klare! Meinst du, weil ich so entspannt gefahren bin? Weil deine Zeit 2 Minuten war. Achso. Och, Magnussen! Mann! Magnusen. Basti hat halt nur Probleme. Ja. Andi, ja. Alter, dieser Bot ist so genial, Alter. Pack Sebastian nach Schölzi, du. Ey, bitte. Machst du schon wieder vor mir? Ach, hi. Hallo. Christoph hat's verstanden, was ich meine. Ich fahr aber jetzt richtig. Ja, musst du mich vorbeilassen? Oh shit, nee, brauchst du gar nicht. Ich würde selbst gerne eine schnelle Runde fahren, wenn dieser Magnus mich nicht behindern würde wie so ein Affe. Basti hat heute Spaß, wie man merkt, liebe Zuschauer. Oh, erstmal abgeschossen. Alles easy. Disqualifiziert. Ich hab grad ein bisschen driften geübt in der Kurve. Läuft. So, mager. Mager. Ja, ich stelle immer den Hund, wo ich nicht schnell fahre, auf mager. Ups. Was hast du jetzt gemacht, Christoph? Gut, Chef, dass wir noch 5 Minuten gesehen. Ja. Ja. Was auch immer du da gerade gemacht hast, aber... Ich hab gedacht, ich könnte mal raus. Das ist klar, mal kaputt. Ab ins Kiesbett. Die neue Show bei Vox. Ab ins Kies. Nee, Bett. Ab ins Kiesbett. Lilo, ich komme, okay. Alter. Andi, ist das deine Inlap, Outlap? Schnelle Runde. Okay, fährst du danach rein? Nein. Alter, hätte das gerade jemand gesehen, ey. Igitt. Ich muss gerade mal mein Auto reparieren, mein Getriebe ist im Arsch. Hä? Geht ja. Oh nein. Keine Ahnung, er so gerade ja deine Schaltgeschwindigkeit verringert. Ich glaube, dein Getriebe ist kaputt. Oh geil. Ja, das könnt ihr in der Box auch nicht wechseln. Reparate hier, du soll mal dein Getriebe drin. Ah. Kaputter Frontflügel ist hier auf der Karte echt nicht gut. Bei den Bedingungen bin ich gut. Der hat auch nicht gut. Ich höre jetzt in die Box, ich kriege keine Runde mehr. Außer die Jungs kriegen jetzt ihr Bestes. Beste Freund, das für die zufrieden.
Basti knüppelt jetzt noch aus. Ja, ich bin gerade dabei. 1,4 Sekunden schneller. 1,5. Okay. 2 Sekunden. Ja, fehlt das auch noch. Und? 1,51,9. Ja, ist Bestzeit. Ja. Ja, die ist auch schon wieder Ariando hier. Nee, es wäre dein. Ah, ja. Ja, einfach auch keinen Platz macht er. Das war bei Magnus und gerade genauso. Ariando genauso. Lässt mich rausfahren auf die Strecke wieder. Will er mich abdrängen, der Wichser. Gesagt, ne. Soll ich gleich mal die Aktion zeigen, die ich gegen Magnussen gemacht habe? Oh, Ido, GZ, Alter. Mal ein bisschen warte, zeig ich dir mal, was ich gemacht habe. Geh innen rein. Super gemacht, Paul. Ich bin da nur mehr gedriftet, da kam mein Auto noch mehr rum. Ja, okay. Kannst du dir mal ein Video mal anschauen? Dann siehst du es. Dann mach ich mal kurz einen schönen Tokyo Drift Style Drift. Ja, will ich mal. Ach, da vorne hält mich gleich einer auf. Ja, das ist Ariando. Nee, Perez. Ah, ist doch Perez. Oh, du, das konntest du nicht auf die sitzen lassen, oder? Nee. Ich hab grad eine lila eine Zeit im ersten Sektor gehabt. Aufgehalten hat er mich trotzdem. Wenn ich ein, zwei Stellen besser Ach genommen Gott, hätte, wäre ich auch noch sogar gewesen. Im Regen ist es immer schwierig. Ja, muss. Ja, schade, Vierte. Vierter ist doch schon mal anfangen. Oh shit. Ah, oh, super. Ach, super, Ruhe. Er will zum einen eine schnelle Runde fahren und dann verbremst er dich in der ersten Kurve. Ja gut, Fünfter. Jetzt haben wir eine schnellere Runde, Rico. Ich glaube, ich krieg keine mehr hin. Nö. Nee. Schade. Und ich habe Bestzeit im ersten Sektor. Na, Ido, geht's jetzt zu Cole? Jo, danke. Und bitte nicht abschießen diesmal bisschen, wie ein Monster. Da war ich Zweiter, nicht Dritter. Ist egal. Jetzt schieße ich Basti. Okay. Toller Teamkollege. Okay. Ja, aber ist die Einführungsrunde. Nee. Das hätte man gehört. Er ist ertrunken. Komm, Basti, zeig uns den Drift in der Schikane. Du bist Sau, Alter. Oh, ja, Mann! Spaß, ja, Alter. Mann! Oh, Alter, das ist aber ganz schön. Uiuiui. Also, da würde ich 1000. So krass freuen. Boah, nee, weil ich die Runde teilchen verkackt hab. 0,00001. Also, herzlichen Glückwunsch. Ich nehme da meinen herzlichen Glückwunsch zurück. Heute schieße ich dich raus anstatt Basti. Das hat sich gerade nochmal geändert. Ich war zwischenzeitlich eine halbe Sekunde schneller, hab zwei Kurven verkackt. Ja, GZ, Basti. Dankeschön. Sorry, Ilo. Das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen. Halt dein Maul. Wie ich hasse das dich weitergeht. So sehr. Wie das weitergeht, seht ihr morgen im Rennen. Tschüss. Tschüss.